Moin Moin, liebe Freunde, ich bin Jinx Viking. Heute machen wir einmal ein kleines Karrieremodus-Experiment in FIFA 23. Und zwar gehen wir mit Sidi Sané 30 Jahre in die Zukunft. Ihr wisst schon, wir können 15 Jahre, also 15 Saisons als Spieler verbringen, danach ins Trainerfach wechseln. Das machen wir. Ich lasse auch hier im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, das schon mal durchsimulieren. Wir sind beim 2. Juni 2032. Und das dauert alles extrem lange, 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 lange. Und ich kann euch sagen, es ist. Macht das nicht mit der Xbox One. Macht das einfach nicht. Weil. Gut, wir sind jetzt hier schon durch. Wir beenden die Saison, gehen natürlich auch weiter. Dann lädt er sich hier erstmal wieder komplett zu Tode. Aber ich sag euch, das dauert alles ewig. Von daher werde ich jetzt einfach warten. Ich bin schon seit ungefähr, boah, lass es 40 Minuten sein dran. Und ich habe echt gedacht, das dauert vielleicht maximal dieses Durchsimulieren eine Stunde. Aber gut. Wir machen jetzt Cuts und machen dann Pause und wenn wir am Ende durch sind, dann melde ich mich wieder. Also, bis gleich. Es endlich geschafft. Wir sind endlich angekommen, während hier die letzten paar noch durchrattern. Zeig's euch mal hier, Mai 2037. Lassen wir es mal da erstmal. Und ja, Juni sind wir jetzt schon. Warum 2037? Hat einen ganz einfachen Grund. Gehen wir noch einmal ganz kurz. Einen Moment. Machen wir das wieder nach da oben. So. Und so. Es hat einen ganz einfachen Grund. Ich war übrigens noch gerade beim Bäcker, ein Brötchen holen. Ich habe den Spielstand noch einmal laden müssen, weil es gar nicht möglich ist, über 30 Jahre im Karrieremodus im Spiel zu verbringen. Anscheinend erfordert das viel zu viel Rechenleistung, denn ich bin bereits im Jahr 2033, 34 und auch in diesem letzten Jahr abgestürzt und musste alles nochmal neu machen. Es hat mich ganz schön viel Zeit gekostet. Wir gucken uns aber jetzt einmal die Tabellensituation auch an. Denn wir sind mit Sidi Sané bei der Sportvereinigung Bayreuth gelandet, nachdem wir bei vielen anderen Vereinen da entlassen wurden und gar nicht erst zurecht kamen. Ich spare uns jetzt den Blick auf meine Karriere, weil da gibt es einfach nichts zu sagen. Ich habe 15 Jahre als Spieler simuliert, da macht man kein einziges Spiel, man macht also keine Tore, kein nix. Als Trainer war es jetzt nur diese eine Saison tatsächlich. Ich wollte erst zu Saarbrücken, das hat irgendwie einen Tag geklappt, dann wurde ich da direkt wieder entlassen und dann war ich direkt nach Bayreuth gegangen. So war das. Wir wollen einmal gucken. Hier seht ihr ganz viele freie Spieler. Ich finde es alleine schon witzig. Ich habe gerade schon einmal reingeguckt, ein bisschen. Wenn wir jetzt auf freie Spieler gehen, guckt euch mal so die an mit den Werten. Das sind hier so eine Innenverteidiger, klar. Aber jetzt auch hier ne, so junge Leute. Ich habe hier teilweise sowas bei und es sind, man merkt immer wieder,
wie stark diese Jugendspieler am Ende sind, die immer wieder generiert werden. Hier sind so viele Spieler bei, man könnte daraus locker zwei Mannschaften machen, die in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir werden gleich weitergehen, um hier zu gucken, wie es aussieht, wenn wir in den Ruhestand gehen. Mit Sidi Sané. Ich erhoffe mir eigentlich, da EA sehr viele Cutscenes hinzugefügt hat. Das ist übrigens hier unsere Mannschaft. Nichts Berauschendes. Dass wir am Ende vielleicht noch mal irgendwie so eine Cutscene sehen, wo er noch mal so ein Blumenstrauß oder sowas kommt. So ein Blumenkranz vielleicht, so als Abschiedsgeschenk, weil wir werden ja schon, gibt ja auch Spieler, die quasi entlassen werden aus einem Verein, da gibt es auch eine Cutscene für. Warum dann nicht sowas, EA? Wäre mega, mega geil. Wir wollten noch gucken, andere Mannschaften, was die für Spiele haben. Ich hoffe, das kann man hier alles so eingeben. Mich interessiert vorwiegend eigentlich nur die Bundesliga. Im speziellen Schalke natürlich. Da gucken wir uns das natürlich auch zuerst mal an. Sind die überhaupt in der Bundesliga oder sind die wieder abgestiegen? Müssen wir mal finden. Okay. Stellt sich heraus, sie sind nicht erste Liga. Komm, sag mir, dass sie we ja, wenigstens die zweite. Ich möchte das Team einmal angucken. Fangen wir an mit dem Angriff. Okay. Ist das hier Schalke? Nein, das ist nicht Schalke, das sind freie Spieler. Ungelistet. Ich möchte nur bei Schalke sehen. So. Okay. Immerhin eine 76, 9 Millionen, junges Talent, super. Dann sehen wir hier. Ja, 75, 78, 80. Das war's auch schon. 78, 74, 71. Ja. Okay. Ich würde einmal sagen, im Durchschnitt eine 75er-Mannschaft. Mit ein paar Talenten. Das bestätigt auch meine eigene These, dass die Vereine im Laufe der Jahre durch dieses künstliche Generieren der Jugendspieler immer besser werden und von Anfang an bessere Mannschaften haben. Wir gucken mal jetzt hier. Ah, kein 80er-Spieler, interessant. Denn die werden immer automatisch angezeigt, als Bericht vollständig. Hier haben wir einen 84. Bei den Bayern sonst nichts. Die sind noch nie im Leben Erster. Gucken wir gleich. Torhüter, Oliveira. Ich habe natürlich jetzt auch gar keinen Spieler mehr gesehen, der in echt noch bei den Bayern spielte, zur aktuellen Zeit. Wollen wir uns die Dortmunder geben? Eigentlich ja nicht, ne? Aber guck mal, ich finde die nicht mal hier, da. Aber wir gucken einfach mal rein, wie die so auf. Eieieiei. 91, 91. Gleich zwei Stück davon. 85. Den Namen spreche ich bewusst jetzt nicht aus. Okay. Oh. Nuno Mendes. 35, 88. Jo, nicht schlecht. Timber, den kennen wir ja auch noch. 88. Okay. Und der Kobel, der spielt immer noch hier mit seinen 39. Hat aber eine Freigabesumme von 141 Millionen. WTF. Wen machen wir noch? Oh, Düsseldorf ist in der ersten. Wer ist noch interessant? Leipzig? Ja, komm, machen wir mal Leipzig. Stefan van Dijk. Ja. Pino. Ronny Richter. Und Patrick Wimmer spielt auch noch da.
Kerkes. Tapsoba, kennt man doch auch noch. So schlecht stehen die gar nicht da, aber auch da überrascht mich, dass wir nicht so viele überkrasse Spieler sehen. Also ligatechnisch interessiert mich einfach selber nicht viel. Vielleicht gucken wir noch einmal bei hier, bei Liga Santander. Ich wüsste nämlich ganz gerne, was da Barca so macht, ob die pleite sind. Schade, sind immer noch in der ersten Liga. Ferreira. Oh. Ist auch noch da, ja. Lund. 83, 83. Ist ja gar nicht. Die haben ja richtig wenig Spieler. Ritchie. Silva. Gouye. Ui, der ist gut. Auch noch 25. Der hat noch Potenzial. Wir haben richtig wenig Spieler, ne? Aber so richtig, richtig wenig. Komm, wenn wir hier sind, machen wir noch Real Madrid eben. Vinicius Junior spielt dort auch immer. Okay. 90. Florian Wirtz. 34, 91. Potenzial vollkommen ausgeschöpft. Richtig gut. Bastoni, aha. Colville, ja. Alfonso Davis ist auch noch am Start. Auch irgendwie hier, ne? Ist, ja. Luca Netz, 35, okay. Mit 35 meine ich 85. Bellini, nur 91, okay. Wollen wir uns noch die Premier League anschauen? Ich meine, gibt es noch irgendwie was Interessanteres? Was ist denn da so interessant an Vereinen? Arsenal? Nee, Chelsea auch nicht so. Ich finde Liverpool ist am interessantesten. Okay. Denis 83, 85. Rodrigo spielt dort. Almada. Gomez, Kölner. Sieht mir nach so einer durchschnittlichen 85er-Mannschaft aus. Mit Ausreißer nach oben wie Musiala. Auch wieder 85, 88. Ja. Kommt hin, ne? Kommt hin. 84. Ja. Gut, ich möchte jetzt nicht die Zeit verschwenden mit ganz viel noch angucken. Ich würde sagen, wir gehen einmal noch auf unsere eigene Tabelle. Oh, jetzt lädt er. Ich mag das nicht, wenn der lädt. Das habe ich hier gerade kennengelernt. Wir sind 18. Ich habe nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Wer steigt auf? Duisburg-Nürnberg ist hier unten zu finden in der dritten. Osnabrück auch, ja. Holstein Kiel ist hier runtergesackt. Okay, wir machen spannend. Wir gucken erst die zweite Liga noch an. Oder? Ne, komm, wir machen erstmal DFB-Pokal. Das würde mich auch interessieren, wer da gewonnen hat. Leverkusen gegen Freiburg und Freiburg gewinnt. Haben sie verdient. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Champions League? Real Madrid gegen PSG, da hat sich irgendwie überhaupt nichts geändert. Hätte man auch so erwartet. Europa League ist vielleicht interessant. Spurs gegen Atletico, okay, ist vielleicht nicht interessant. Conference League ist vielleicht interessant. Manchester City gegen KRC Genk. Naja, so halb. Immerhin so halb. Superpokal haben wir nicht geguckt. PSG gegen West Ham United und die gewinnen auch noch. Das ist interessant. Hätte ich jetzt auch nicht ganz so erwartet. PSG war jetzt öfters mal dabei, aber ich möchte jetzt auch nicht die Mannschaft von denen gucken. Ich würde ganz gerne einmal noch gucken, die, na, erste Liga.
Das ist, glaube ich, hier andere liegen. Zweite Liga. Köln. Bielefeld, Union, Hannover, Schalke. Ja, immerhin haben sie weit oben gespielt, ne? Waldhof Mannheim ist da zu finden. Bochum. Ja, in Regensburg, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich würde ja mal tippen, die Bayern sind irgendwo so Siebter. Okay. Dortmund hat leider gewonnen. Ich hasse euch. Frankfurt, Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen, Gladbach. Das sind, finde ich, so die üblichen Verdächtigen, diese fünf, die immer irgendwo unter der Top 8 zu finden sind. Wobei Respekt an Wolfsburg und Frankfurt, dass die da Zweiter und Dritter geworden sind. Hoffenheim, Bremen, ja, solide. Bayern ist 13. geworden. Krass. Pauli Düsseldorf gehen wieder runter, verabschieden sich aus der ersten Liga. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ihr habt lange genug gewartet. Ich würde sagen, wir gucken, ob wir endlich eine Cutscene kriegen. Wobei, wir müssen da eigentlich nur auf Weiterklicken. Ganz verschallert wieder. Ich komme mit diesem Menü noch immer nicht zurecht. Fragt mich nicht wieso. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sie diesmal eine Cutscene eingefügt haben. Wie irgendwie. Ja. Ich sag mal, irgendwas halt sehen, ne? Ihr Ruhestand. Der Vorstand möchte Ihnen gratulieren, nicht nur zu Ihrer Arbeit in diesem Verein, sondern auch zu Ihrer Karriere insgesamt. Wir wünschen Ihnen für alle zukünftigen bla 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 bla. Immer ein Stuhl ist am Start, okay. Wir sind nicht ganz zufrieden, alles klar. Weiter und wir sehen erstmal alles, was wir hier so geschafft haben. Als Manager. Ich meine, klar, als Spieler, ne? Brauchen wir nichts sagen. Vier Einsätze da irgendwie, gut, ne? Weiter. Und es kommt nichts. Nichts. Einfach nichts. Ist das enttäuschend, ne? Jetzt haben sie bei dem letzten richtigen FIFA 23 noch nicht mal sich die Mühe gegeben, da irgendwie eine Cutscene zu machen oder mal was anderes zu machen. Es hätte ja gereicht, wenn man da 10 Sekunden gesehen hätte, wie er irgendwie auf einer Bühne steht, davor ist so ein Haufen Menschen und dann kriegt er nochmal so einen Kranz überreicht von irgendeinem Typen halt. Es gibt so viele verpasste Chancen in diesem Spiel, das ist unglaublich. Ich müsste eigentlich schon wieder ein Rant-Video machen, wo ich mich einfach nur so ein bisschen auskotze über manche Sachen, gerade bei der FIFA-Reihe, die ich einfach nicht in meinen Kopf reinhaben möchte. Ich meine, die haben jetzt mit der Spielerkarriere richtig was Gutes gemacht, mit diesen drei Punkten in Richtung, die man gehen kann. Aber auch da, diese Investition, die man machen kann, ihr könnt klicken, Auto kaufen. Okay, das war's. Wisst ihr, was cool gewesen wäre, wenn ihr klickt, Auto kaufen, Elektro, scheißegal, und dann kommt eine kleine Cutscene. Sagen wir auch wieder 10 Sekunden, wie ihr dann da drinnen sitzt und damit einfach nur um eine Ecke fahrt oder um die Straße oder auf dem Vereinsgelände parkt oder so. Das muss man nicht für alle Sachen machen, dieses animierte Zeugs, aber das wäre nochmal dieser extra Schritt, um das realistischer zu machen. Aber egal, anderes Thema. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen salty und enttäuscht, weil es seit ungefähr 10 Jahren der gleiche Text ist, den ich da lese. Hier, herzlichen Glückwunsch, Ruhestand, dies, das. Gerade für die Spieler, die sich die Mühe machen, da 15 Jahre an Saisons rein zu investieren, die sollten doch belohnt werden dafür. Aber nein, davon sehen wir einfach gar nichts.
Nun, wie dem auch sei, ich bin Jinx Viking. Schön, dass ihr das Video bis zum Ende geguckt habt. Ich habe mich sehr gefreut, das aufzunehmen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen zwischendurch. Und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, sagt, ob ihr mehr von diesen Experimenten sehen wollt. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video.